Die Mannschaft des 26. Spieltages startet mit Michael Alf Appelgren im Tor. Der Schwede der MT Melsungen lieferte beim enorm wichtigen Sieg im Duell um Europa mit den Füchsen 20 Paraden ab. Besser war in dieser Woche keiner. Uwe Gensheimer führt seine Löwen von Sieg zu Sieg. 13 Mal traf er beim deutlichen Sieg gegen Lemgo. Uns Uwe hält die Mannheimer damit auf Titelkurs und ist unser Linksaußen der Woche. Minden stellt diese Woche gleich zwei Spieler in der Mannschaft des Spieltags. Arne Niemeyer macht im linken Rückraum den Anfang. 8 Treffer und ein Assist gelangen ihm beim überlebenswichtigen 32:27 Sieg gegen Gummersbach. Zweiter Mindener ist Dalibor Doda auf der Mitte. Wieder einmal war der Schwede Dreh- und Angelpunkt im GWD-Angriff, traf 7 Mal und steuerte 3 Assists bei. Er war diese Woche der Mann für die entscheidenden Treffer. Alexandros Vasilakis markierte neben dem 25:24 Siegtor noch 4 weitere Treffer aus dem rechten Rückraum und brachte Balingen damit 2 wichtige Punkte gegen den BHC ein. Er hat fast schon einen Stammplatz in der Mannschaft des Spieltags. Rechtsaußen Robert Weber spielt in Magdeburg eine grandiose Saison und traf am 27. Spieltag 13 Mal gegen Wetzlar. Wieder Weber, dieses Mal aber auf der anderen Seite. Der Wetzlarer Sebastian Weber steuerte beim überraschenden Unentschieden gegen Magdeburg 6 Treffer vom Kreis bei.